In diesem Video wird's echt knapp. Ist immer wieder mal Licht am Ende des Tunnels? Steht plötzlich einer auf der Straße? Wird's echt eng? Und stehen vor verschlossener Tür? Ich hatte eine wunderbare Nacht. Ich habe gestern Abend nicht mehr viel gemacht. Ich war noch was essen, war noch eine Runde spazieren und dann war ich so platt von dem Tag und bin dann ins Bubal gegangen. Ja, und heute Morgen aufgestanden, war okay. Die Autostrada, die hört man leider von hier aus doch sehr stark und heute Morgen war ich schon recht früh wach. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen, mir mal ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht schmeißen und dann bereite ich vor die nächste Etappe und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und jetzt brauche ich erstmal meinen Kaffee. Der Kaffee ist fertig. Habe ich euch schon gesagt, dass ich die Tassen von Sevi total liebe. Und diese Töpfe, wo man Zucker in dem Fall oder auch Gewürze ganz einfach aufbewahren kann, ohne dass das herumfliegt oder klappert. Werbung in eigener Sache, sorry, aber kriege ich nicht bezahlt, nur dass ihr es wisst. So, der Kaffee ist fertig. Und jetzt werde ich ihn genießen. Ich glaube, ich werde heute mal ein bisschen ins Landesinnere fahren, ein bisschen in die Berge und schauen, ob ich da einen schönen Stellplatz kriege. Mal sehen, was mir Parkhorner da rausschmeißt. Ja, ich werde jetzt der Lotti noch ein bisschen was zu fressen geben und dann satteln wir die Hühner und geht's wieder on the road. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis später. Das ist hier schon eine Herausforderung mit dem Camper, diesen Platz anzufahren. Also mit einem längeren Fahrzeug, ich sag mal über 6 Meter, ist das nichts, weil hier kommt jetzt gleich eine Unterführung und die ist gerade mal 2,60 Meter breit und 3 Meter. Da kommt mir schon was entgegen. 3,10 Meter hoch. Das ist schon echt eng. Also Respekt, dass ich da nirgends so andecke. Hohoho. Alter, das wird knapp. Aber es liegt wahrscheinlich nur an der Kurve hier. Aber es ist nur 3 Meter hoch und 2,60 Meter breit. Also für größere Fahrzeuge ist das nichts. Ja, und jetzt geht's weiter ins Landesinnere, wie ich schon sagte. Und bin gespannt. Easy, easy.
Das ist der Ausblick hier. Wunderschön, oder? Ich finde das klasse. Mitten in den Bergen. Ich weiß gar nicht, wo hoch wir hier sind. Aber ich schätze mal, nicht ganz 800 Meter, aber... Ja, und hier stehe ich. Da steht noch ein zweiter. In diese Richtung soll irgendwo noch ein Restaurant sein. Ja, und die Lotti fühlt sich auch sauwohl hier. So sieht's aus, oder Lotti? Komm mal her. Ja, fein. Ja, super. Ich glaube, das ist der richtige Platz, um jetzt gemütlich was zu frühstücken hier oben. Oder zu brunchen eher. Das ist schon doch relativ spät. Ich habe mich ein bisschen verschätzt in der Zeit. Bin doch länger gefahren, als ich eigentlich wollte. So. Aber ist das nicht eine tolle Aussicht hier? Schaut mal selber. Ah, ist schon mega. Ja, gefällt mir wirklich gut hier. So, ich mache mir jetzt was zu essen. Yummy, wenn das nicht gut aussieht. Und hier drin wird mein Toast gemacht. Dazu ein paar Spiegeleier und Tomaten. Und das war's dann auch schon. Oh. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe Hunger. Wirklich Hunger. Genau. So, ich denke, ich werde jetzt hier eine Kleinigkeit essen, wie gesagt. Dann nehme ich an, dass ich hier nicht übernachten werde. Ich werde hier aber noch einen kleinen Spaziergang machen mit der Lotti und werde mal schauen, wo das Restaurant hier oben ist, was da so geboten wird. Und dazu würde ich euch gerne mitnehmen. Ja, ist doch schon recht spät geworden. Die Zeit, die rennt einfach. Aber es ist wunderschön. Aber ich will euch jetzt nicht mit meinem Essen langweilen, sondern ich nehme euch nachher mit, wenn ich mal hier ein bisschen die Gegend erkunde. Und ja, bis dahin würde ich sagen, für mich guten Appetit und wir sehen uns später. Ciao. Ja, so, jetzt gehen wir eine Runde spazieren mit Lotti und das Wetter schlägt hier extrem schnell um in den Bergen, aber das ist man ja gewohnt. Der Wind hat jetzt zugenommen. Ich habe noch eine Windjacke angezogen und ja, schauen wir mal, wie es hier ein bisschen aussieht. Ich hoffe, ihr versteht mich, der Wind nimmt mich auch ganz extrem zu. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Da komme ich doch glatt aus dem Atem. So, wie sieht's aus? Ich denke, die haben zu. Today it's close. Okay. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. No limit to. Es scheint irgendwie so eine kleine Picknick-Area zu sein. 1, 2, 3 Bänke. Ja gut. Ein Tisch. Eine einzelne. Da auch noch. Was ist das? Ein Brunnen. Ja, kommt sogar das Wasser. Schön. Das ist auch noch mal. Ich denke, das sind... Ja, genau. Hier hat einer so einen Unterstand gebaut.
Was mich schon wieder ankrast, ist, dass sie hier den Dreck, Mensch Leute, nimmt doch den Dreck mit, den ihr hinterlasst, echt. Kann doch nicht so schwer sein. Das sehe ich immer wieder, dass an so schönen Plätzen wie auch diesem hier oftmals der Müll einfach so hinterlassen wird. Anstatt, selbst wenn kein Mülleimer hier ist, lädt das ja nicht dazu ein, das in der Natur zu lassen, sondern hey, ihr habt einen Rucksack dabei, ihr habt vielleicht eine Mülltüte dabei und zur Not nimmt es einfach in die Hand und entsorgt es beim nächsten Mülleimer. Es kann doch nicht so schwer sein, damit alle was davon haben. Wir machen uns das Leben schon selber schwer. Schade. Aber gut, die Erfahrung habt ihr sicherlich auch schon alle gemacht. Lohnt es sich darüber aufzuregen? Nein, ist verlorene Zeit. Aber ärgern tut es mich trotzdem. Ach Gott! Das wäre beinahe schief gegangen. Augen auf im Straßenverkehr. Ja, das Wetter hat echt zugezogen. Es wird frisch. Ich denke, ich fahre jetzt gleich weiter. Und werde dann einen Stellplatz anfahren für die Nacht und erstmal meine gesamten Daten, die ich schon habe, erstmal sichern. Und dann geht's schon ans Schneiden. Schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin schon mal gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben und schreibt etwas in den Kommentaren, wenn ihr Lust habt. Und vielleicht sieht man sich ja doch mal irgendwo, irgendwann. Living to Travel, Buddy. Der graue Kastenwagen, das ist meiner. Ja, dann sehen wir uns gleich unten wieder am Wagen. Ja, jetzt geht's weiter. Ich denke, hier oben wird es vielleicht heute Abend zu windig werden. Ich fahre wieder runter ins Tal, weiter Richtung Süden. Es sind zwar nur 71 Kilometer, aber dennoch 1,5 Stunden Fahrt. Also ich denke erstmal den ganzen Weg wieder zurück, den ich hochgekommen bin, und der war schon nicht ohne. Ja, schauen wir mal. Also, ich nehme euch wieder mit. Freue mich, dass ihr da noch bei seid, hoffe ich doch. Und ja, jetzt geht's los. Da muss ich doch glatt mal aussteigen. Schauen, dass kein Auto kommt. Wow. Was für eine Aussicht. Okay, dann geht's weiter. Ja, hallo Leute, ich bin auf meinen Übernachtungsplatz angekommen. Ich würde sagen, der sieht doch ganz klasse aus. Also hier kann man es aushalten. Ich zeige ihn ganz kurz und dann habe ich heute noch ein bisschen was zu tun. Ich muss meine Daten sichern. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen und ja, und dann werde ich was essen, mit der Lotti spazieren gehen und dann werde ich den Abend ausklingen lassen. Das heißt, ich zeige euch jetzt noch mal kurz, wo ich hier stehe. Dann sehen wir uns morgen früh wieder und ich zeige dir mal ein bisschen im Detail diesen Stellplatz.
Guten Morgen und Buongiorno euch da draußen. Ja, die Nacht war super klasse ruhig hier. Ich bin ja auch alleine auf diesem Stellplatz. Aber was will man mehr? Man macht auf und hat so eine Kulisse hier. Und die Sonne scheint echt mega. Ich werde mir jetzt einen Kaffee machen. Und nachdem ich etwas gefrühstückt habe und mir den Kaffee reingezogen habe, werde ich euch noch diesen Stellplatz hier vorstellen. Ganz kurz, ist nicht wirklich viel zu sehen, aber er hat seinen Charme, wirklich. Das werdet ihr sehen. Also, bis später dann, gell? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Und jetzt nach der Stärkung mit dem Kaffee stelle ich euch jetzt mal kurz diesen schnuckeligen Stellplatz vor. Aus dieser Richtung werdet ihr kommen. Und dann seht ihr hier schon rechter Seite, habt ihr dann den See, Lago de Ioro oder so ähnlich. Und dann kommt ihr hier auf diesen Stellplatz zu, der beschrankt ist. Und keine Panik, hier vorne ist dann das Schild, was er kostet. Und diese Infotelefonnummer, die wählt ihr dann und dann bekommt ihr einen vierstelligen Code zugeschickt per SMS. Und dann geht ihr auf die linken Seite der Schranke und gibt hier diesen Code ein und die Schranke wird sich öffnen. Ja, und das ist dann auch schon der Stellplatz. Ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge hier stehen können, aber das sind schon einige. Ich denke mal 10 Stück. Hier sind jeweils Stromkästen auf dem Platz verteilt. Genau, hier über die Sicherung einzuschalten und hier den ganz normale Wahnsinn, geht gar nicht auf, doch. Jo. Ich brauche keinen Strom, daher habe ich das jetzt mal für euch noch aufgenommen. Genau. Ja, und dann habt ihr hier diesen herrlichen Ausblick, wenn ihr hier steht. Ihr bekommt dann anschließend auch noch einen Link zugeschickt per WhatsApp oder SMS, wo ihr dann auch zahlen könnt. Und das funktioniert auch einwandfrei. Wirklich ein toller Service. Hier nebenan ist noch ein Campingplatz. Ob der jetzt auch für Wohnmobile oder so geeignet ist, keine Ahnung. Ja, ich sehe gerade, hier haben wir auch die Müllentsorgung, auch zum Trennen. Und hier haben wir den Abfluss für Grauwasser. Ja, super, oder? Und hier sogar eine Servicestation für Wasser. Kostet das was? Jetzt muss ich mal schauen. Nee. Ich gehe davon aus, dass das hier unten für die Chemietoilette ist. Und jetzt schauen wir mal. Okay. Wasser ist angeschlossen. Super, läuft. Jetzt fragt mich nur nicht, welches für Trinkwasser ist. Keine Ahnung. Gut. Aber das soll es auch schon fast gewesen sein. Letztendlich ist das hier dieser kleine schnuckelige Stellplatz mit der herrlichen Kulisse. Schon toll. Und was ich gestern Abend noch gesehen habe, hier hinter der Abzäunung ist wohl auch noch ein Restaurant. Ah, hier steht ja noch was. Hier ist eine Infotafel. Der ganze Platz ist videoüberwacht. Dumpingstation. Was haben sie da? Allgemeine Informationen halt. Genau. Wunderbar. Mit Sicherheit kann man hier auch wunderschön mit dem Fahrrad die Gegend erkunden oder auch zu Fuß. Ich selber habe es noch nicht gemacht, bin ja auch gestern erst angekommen. Vielleicht bleibe ich noch eine Nacht. Ja, so, jetzt habe ich euch den Platz mal kurz vorgestellt. Ist wirklich nicht viel, aber ist völlig ausreichend für uns oder zumindest für mich. Das muss jeder von euch selber wissen. Ich werde vielleicht noch, wie gesagt, eine Nacht hier bleiben, ansonsten weiter Richtung Süden fahren.
ob dieses Video noch mit in den Schnitt reinkommt, was ich veröffentlichen werde, weiß ich noch nicht. Ich muss schauen, wie viel Material ich zusammen habe. Wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen oben und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Hinterlasst ruhig Kommentare, was ich verbessern könnte oder was euch noch interessieren würde. Und ja, ich sage jetzt mal tschüss, bis zum nächsten Video. Bleibt dran, ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet. Euer Ingo von Living to Travel. Macht's gut. Ciao.